Was sind die Befürchtungen auch der Mitarbeiter, vor allen Dingen die freien Mitarbeiter? Da geht es um Existenzen und um Existenzängste. Und Existenzängste muss man immer ernst nehmen. Also ich glaube, die Gremien funktionieren als Gremium ganz gut. Allerdings, und da muss man eine Einschränkung machen, sie sind nicht so unabhängig, wie sie meiner Meinung nach sein sollten. Ich glaube, wir werden auch in unseren Tarifverhandlungen im November ohne Streiks hier nicht auskommen. DJV Klartext, der Podcast. Heute, wie schon ganz am Anfang, wieder mit Knut Zilian aus aktuellem Anlass. Was hat eigentlich die Causa RBB mit dem HR zu tun? Also erstmal gar nichts, aber dann doch sehr viel. Denn jede Rundfunkanstalt öffentlicher Art, also die gesamten ARD-Anstalten, aber auch das ZDF, sind dadurch in erheblichen Misskredit geraten. Frau Schlesinger hat da wirklich wie der Elefant im Porzellanladen gewirkt. Die Außenwirkung, man sieht es ja, bis hin in die Politik ist verheerend. Jetzt drischt jeder wieder ein auf das öffentlich-rechtliche System nach dem Motto, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir das in dieser Form? Sind die Beiträge überhaupt gerechtfertigt, wenn sich jemand geöltes Parkett verlegen lässt für zigtausende von Euro? Das ist ein Schaden, der ist unermesslich. Das ist kaum zu glauben, was diese Frau damit angerichtet hat und oder haben soll. Man muss ja immer noch im Konjunktiv sprechen. Aber sie hat wirklich einen absoluten Bärendienst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk da geleistet. Wir haben wirklich sowieso schon die ganze Zeit ja Probleme gehabt in der Außendarstellung. Und diese Probleme sind natürlich jetzt ganz evident und ganz deutlich um Potenzen gewachsen. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Du sprichst ja auch viel mit Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen draußen an der Front unterwegs sind als Journalisten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk repräsentieren, hart arbeiten, nicht unbedingt immer zu den Top-Verdienern gehören, aber immer Top-Arbeit abliefern. Was erleben die? Was ist dir dazu getragen worden? Naja, die erleben so vermeintlich lustige Angelegenheiten wie, was fährst du denn für ein BMW oder was hast du denn für ein Parkett zu Hause und wer hat's denn bezahlt? Sind natürlich Angriffe gerade auf die verkehrten Menschen, denn auch beim RBB, die Reporter, die Kameraleute, die Tonleute, alle Angestellten, alle freien Mitarbeiter haben ja eigentlich mit diesem Skandal nichts zu tun. Ja, das ist ja auch über die hereingebrochen, wie es Unwetter, das nicht angesagt war. Also das ist auch unfair diesen Menschen gegenüber, den Leuten, die draußen ja die Arbeit machen und das Programm und ein sehr gutes Programm öffentlich-rechtlicher Art machen. Denn das muss man ja auch sehen, in der Öffentlichkeit hat das Programm der ARD und das ZDF hat ein hohes Ansehen. Das ist natürlich jetzt durch diese Causa Schlesinger in den Keller geraten, ohne Ende. Aber ich rate den Leuten immer, sich da auf keine großen Diskussionen einzulassen. Sag ich mal, ich habe davon nichts und habe davon auch eigentlich nichts mitgekriegt. Denn wir sehen es ja und hören es ja jetzt die ganze Zeit. Wer hat überhaupt was davon mitgekriegt, was diese Frau da im Alleingang oder im Zusammenspiel auch mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden, das ist ja alles noch nicht so hundertprozentig geklärt, aber was da passiert ist, das ist wirklich ohne Worte, überhaupt keine Kontrolle, das ist nicht vorstellbar. Und da muss man natürlich auch sagen, was hat es mit dem HR zu tun? Also in dieser Art und Weise hat es mit dem HR nun gar nichts zu tun. Denn ich war ja auch 5 Jahre lang im Verwaltungsrat und damit auch bei Verwaltungsratssitzungen dabei. Da glaube ich, geht schon anders zu. Optimieren kann man immer alles noch. Aber ich glaube, sowas hätte hier in dieser Art und Weise nicht passieren können. Ja, glaube ich auch. Nichtsdestotrotz hat sich im Zuge der Aufklärung der Affäre, die ja immer noch weit vor dem Ende ist, also da wird wahrscheinlich noch einiges weitere zutage kommen, auch ergeben, dass die Gremien nicht so funktioniert haben, wie sie sollen.
Wie wäre das denn im HR? Der Herr Buro hat sich für den WDR ja schon aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, ja, bei uns sind die Gremien unabhängig und sind sehr wohl in der Lage, den WDR entsprechend zu kontrollieren. Wie ist es denn beim HR? Also ich glaube, die Gremien funktionieren als Gremium ganz gut. Allerdings, und da muss man eine Einschränkung machen, sie sind nicht so unabhängig, wie sie meiner Meinung nach sein sollten. Diese Unabhängigkeit wäre dann eher gewährleistet, wenn die Gremien nicht den Apparat des Senders für sich nutzen würden. Das sprich, also bis hin zum Justiziariat, das Aufklärungsarbeit betrifft, aber auch Gutachten in Auftrag gibt, wenn es um bestimmte Rechtsfragen geht. Das kann in Ordnung sein, aber es hat auch immer so ein bisschen das Geschmäckle. Wer den Auftrag gibt, bestimmt aus Ergebnis. Das will ich hier jetzt nicht propagieren. Auf der anderen Seite, wenn man richtig transparent sein möchte, dann darf man sich eigentlich nicht des Apparats der Anstalt bedienen, die man nun eigentlich kontrollieren soll, bis hin zu der Tatsache, dass Pressemitteilungen von der Presseabteilung des Hessischen Rundfunks geschrieben werden. Das trägt nicht wirklich zu einer Transparenz bei, ist zwar kostengünstiger, als wenn man das alles anders organisieren würde, aber ich glaube, hier geht es auch darum, nun wirklich auch in einem Sender wie dem HR dazu beizutragen, dass diese fürchterliche Affäre besser einordnenbar ist, und man muss da Schadensbegrenzung einfach machen, und zur Schadensbekämpfung gehört meiner Meinung nach auch eine größere Transparenz. Das würde auch bedeuten, dass der Rundfunkrat, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, öffentlich grundsätzlich tagen soll und nicht nur einmal im Jahr? Das halte ich für notwendig, ja, weil was gibt es besser an Transparenz, als wenn man sagt, der Rundfunkrat, da kann jeder hinkommen, kann sich jeder die Debatten anhören. Man stellt sich oft riesige Debatten vor, das sind manchmal gar nicht so riesige Debatten, aber auch wenn es um, Einsprüche gegen Sendungen geht oder wie das Programm vorangebracht werden soll, denn das ist ja eigentlich auch die Aufgabe des Rundfunkrats, den Intendanten zu beraten in Programmfragen. Und ich denke schon, dass es notwendig wäre, andere Anstalten machen es ja auch, dass man hier öffentlich tagt und nicht nur einmal im Jahr, wenn es dann sozusagen der große Bericht des Rundfunkrats und des Intendanten ist, sondern da gehört wirklich Transparenz, Transparenz und nochmal Transparenz. Diese Sitzungen sollten öffentlich sein. Du hast jetzt schon gesagt, beraten. Oft ist es ja so, dass der Rundfunkrat auf, sage ich jetzt mal, Veränderungen im Programm erst im Nachhinein reagiert. Wäre es denn sinnvoll, dass der Rundfunkrat sich frühzeitiger einschaltet im Interesse der Allgemeinheit, um auch vielleicht aus seiner Sicht Fehlentwicklungen zu verhindern? Ja, das würde ich schon für sinnvoll halten. Ein Instrument wäre beispielsweise auch, dass der Rundfunkrat nicht nur mit der Geschäftsleitung kontaktet, sondern auch mit der Basis, also mit den Mitarbeitern. Wir haben ja hier im Hessischen Rundfunk das System, dass wir im Verwaltungsrat zwei Beschäftigtenvertreter haben. Warum soll das im Rundfunkrat nicht möglich sein? Da wäre dann die Stimme sozusagen von der Basis dann auch im Rundfunkrat vorhanden. Und ich glaube schon, dass das besser wäre, als wenn man hinterher dann überlegt, war das jetzt richtig, was wir da getrieben haben, oder hätte es nicht vorher berechtigte Einsprüche geben können, um das Programm vielleicht in einer doch etwas anderen Richtung noch auszurichten. Wir haben ja hier die ganz große Debatte im Moment auch um Digitalisierung und lineares Senden. Da wäre es vielleicht ganz gut, auch mal auf die Basis zu hören und mal zu gucken, was geht denn da wirklich ab? Was sind die Befürchtungen auch der Mitarbeiter, vor allen Dingen die freien Mitarbeiter? Da geht es um Existenzen und um Existenzängste. Und Existenzängste muss man immer ernst nehmen. Und ich weiß nicht, ob das hier immer in dem Maße geschieht, sowohl in der Geschäftsleitung, aber vielleicht auch im Rundfunkrat, dass man das ernst nimmt. Denn wer Angst hat, arbeitet nicht mehr gut. Also man könnte es auf die Formel bringen, mehr agieren, statt immer nur zu reagieren. Ja, so kann man das durchaus sagen. Ich würde mir auch wirklich wünschen, dass der Verwaltungsrat öfters beispielsweise mit dem Redakteursausschuss zusammenkommt. Das ist ja ein Gremium von Redakteuren und Redakteurinnen und auch von redaktionellen Mitarbeitern, um mit
den auch mal von an der Basis zu gucken, wie arbeiten wir hier und wie soll künftig gearbeitet werden und was hat das für Auswirkungen auf Menschen, aber vor allen Dingen natürlich auch aufs Programm. Es ist ja eben schon kurz angeklungen, es sitzen 32 Mitglieder im Rundfunkrat von sehr verschiedenen Organisationen. Da gibt es ja auch oft immer wieder Kritik. Repräsentieren die wirklich sozusagen die breite Allgemeinheit, Gewerkschaften, Lehrerverbände, Beamten? Grundsätzlich nichts dagegen, aber muss da vielleicht über die Zusammensetzung auch nochmal nachgedacht werden? Zum einen und zum anderen steht ja auch in Paragraph 5 des HR-Gesetzes, die Entsendeten, sprich die Rundfunkratsmitglieder, sind nicht der Organisation rechenschaftspflichtig, die sie entsendet, sondern der Allgemeinheit. Wie realistisch ist das? Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Also das ist ja auch so ein bisschen interessant aufgebaut. Also es entsenden bestimmte Organisationen Menschen in ein Gremium, aber dann sollen sie ihre Organisation eigentlich gar nicht vertreten, sondern die Allgemeinheit. Also warum sind dann diese Organisationen überhaupt dazu befähigt, jemand da zu entsenden? Natürlich ist ja keiner völlig frei in seinem Denken. Also jemand, der von der Gewerkschaft kommt, hat ein etwas anderes Denken als der Arbeitgebervertreter oder der Vertreter bestimmter anderer Organisationen. Das ist so ein bisschen ja, absurd eigentlich. Man hat ja auch jetzt gerade bei der letzten Änderung gesehen, dass man auch die jungen Leute da vertritt, dass die einen Vertreter da entsenden können. Ja, was soll denn der eigentlich da machen? Soll er die Allgemeinheit vertreten oder er soll doch die jungen Leute vertreten? Soll gucken, dass die Interessen von jungen Leuten besser auch im Programm gespiegelt werden. Also ich glaube, da sollte man noch mal grundsätzlich drüber nachdenken, was eigentlich offiziell die Aufgabe von den Vertretern ist. Ich persönlich bin natürlich der Meinung, dass auch im Hessischen Rundfunk es gut anstehen würde, wenn auch ein DJV-Vertreter dort im Rundfunkrat einen Sitz hätte. Das ist in fast allen ARD-Anstalten so. Ausnahme ist nur der NDR und die Deutsche Welle, die ja eigentlich, wenn man es richtig sieht, kein ARD-Mitglied ist, aber so assoziiert ist. Selbst der Bayerische Rundfunk, da kann man ja sagen, die Bayern sind immer so ein bisschen rustikal, traditionell. Nein, auch die haben einen DJV-Vertreter, einen BJV-Vertreter. Auch das ist natürlich ganz klar. Im Bayerischen gibt es keinen deutschen Journalistenverband, sondern einen bayerischen Journalistenverband, wie beim Bayerischen Roten Kreuz. Also, aber den Vertreter gibt es dort und jetzt auch beim NDR, MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, auch dort ist ein Vertreter das DJV in den Rundfunkrat gekommen. Ich selbst habe mal den Versuch gemacht, auch in der Staatskanzlei dafür zu werben, habe heftig dort diskutiert mit dem dortigen Minister Axel Wintermeyer und war dann doch ein bisschen enttäuscht über das Gespräch. Ich glaube, wenn wir das nochmal aufnehmen würden, dieses Gespräch, könnte eventuell was anderes dabei rauskommen. Denn es geht ja nicht darum, dass Journalisten kontrollieren, sondern wer kann denn besser als auch Journalisten beurteilen, wie beispielsweise Fake News unterwegs sind und was man dagegen tun kann? Der DJV hat ja auch eine kleine Taskforce mal gegründet, um Fake News aufzudecken und darauf aufmerksam zu machen. Und natürlich können Vertreter des Journalismus auch was zum Programm sagen. Das ist ja keine Frage. Und aber auch natürlich perspektivisch, also auch dort die Allgemeinheit zu vertreten, aber mit dem journalistischen Know-how. Ja, dass man also sagen kann, wir haben Ahnung von Programm, also können wir auch was dazu beitragen und das wäre ja nicht das Schlechteste. Es geht also nicht einfach um ein weiteres Pöstchen, sondern eine, sagen wir mal, ernsthafte Interessenwahrnehmung der Allgemeinheit mit einer fachlichen Brille auf, sagen wir es mal so. Genau, das trifft es wirklich im Kern. Es geht hier nicht um ein Pöstchen. Also so spannend sind jetzt solche Sitzungen auch nicht immer. Gibt's Geld?
Ja, es gibt auch Geld dafür, es gibt eine monatliche Entschädigung, aber es gibt auch Sitzungsgelder, nur sind die jetzt, also das ist nicht berühmt, damit wird man nicht reich. Das kann so ein bisschen dafür entschädigen, dass man halt seine Zeit da aufwendet. Aber es darf natürlich auch kein Vertreter oder Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks sein. Das muss also ein Mitglied des DJV sein, der nicht im Hessischen Rundfunk arbeitet. Und da wird, glaube ich, dann schon deutlich, es soll nicht darum gehen, hier Einfluss zu nehmen auf das Programm schlechthin, nach dem Motto, wir gucken mal, dass wir den HR jetzt hier irgendwie in eine andere Richtung rücken. Nein, sondern es geht wirklich um journalistisches Know-how, das wir einbringen könnten in dieses Gremium, um das Programm auch weiterentwickeln zu können. Denn das muss es, die Programme in allen ARD-Anstalten müssen weiterentwickelt werden, und zwar in digitaler, aber auch noch weiter in linearer Form, denn wir werden noch sehr lange linear senden, und das nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen. Ja, das ist ja ein, sagen wir mal, ein überraschender, positiver Nebeneffekt der RBB-Affäre, wie stark die dortigen Rechercheteams im eigenen Haus in der Lage sind, Missstände aufzudecken. Und also ich nehme da jetzt mal Jörg Wagner als Beispiel oder auch das Rechercheteam um Jo Groll, das ja jetzt auch noch Dinge zutage gefördert hat, die Business Insider noch nicht hatte. Das lässt mich tatsächlich hoffen, dass es nicht an der journalistischen Kompetenz hapert, sondern eher mal an den Leitlinien, an der Ausrichtung, an den Prioritäten im Sender. Und das bringt mich jetzt wieder zurück auf das andere Gremium, das du schon erwähnt hattest, nämlich den Verwaltungsrat. Inwiefern nimmt der denn seine Aufgaben wahr im HR, und was könnte der noch tun, um, sagen wir jetzt mal provokant gefragt, gibt es so ein Bonussystem wie beim RBB, beim HR auch? Ist das vorstellbar? Also vorstellbar ist alles, aber das gibt es im HR nicht. Also jedenfalls in der Zeit, in der ich im Verwaltungsrat auch gewesen bin, wäre mir das aufgefallen. Nein, das gibt es hier nicht im Hessischen Rundfunk. Ich denke, der Verwaltungsrat macht eine sehr gute Arbeit. Allerdings muss man dazu sagen, nichts ist so gut, dass man es nicht verbessern könnte. Also ich kam ja auch so ein bisschen unvermittelt da rein in dieses Gremium und war dann da drin und dachte, aha, was mache ich jetzt hier? Es wäre gut gewesen, ich hätte ein Seminar bekommen, und zwar jetzt nicht in, was weiß ich, Betriebswirtschaftslehre. Ich glaube, man kann in einem Seminar aus einem Journalisten keinen Betriebswirt machen, aber man kann ihm damit an die Hand geben, was denn eigentlich wichtig ist, worauf man achten sollte, wo Kompetenzen auch liegen und welche Diskussionen bislang schon gelaufen sind, damit man nicht in Diskussionen wieder völlig unbeleckt da reinkommt und die dümmsten Fragen der Welt stellt. Wir wissen ja, es gibt keine dummen Fragen, aber doch, es gibt auch dumme Fragen. Und das wäre schon gut, wenn man da vorbereitet wäre und etwas vorbereiteter in diese Sitzungen gehen kann, gerade so als Neuling in einem solchen Gremium. Ich halte das für ganz wichtig. Im Verwaltungsrat geht es halt auch viel um Zahlen. Die muss man jetzt nicht addieren können und eine Bilanz lesen. Ad hoc wird auch nicht funktionieren, weil die Bilanz stimmt immer. Lernt man als Jurist, ich habe ja mal Jura studiert, die stimmt irgendwie immer, aber man weiß nicht, ob sie wirklich stimmt. Aber das ist natürlich schon eine ganz andere Frage. Aber es geht ja auch darum, wie wird investiert, in was wird investiert, was ist auch vordringlich. Als Journalist hat man überwiegend das Programm im Kopf. Aber dieses Programm muss ja auch irgendwie verbreitet werden. Also die Verbreitungswege, die Sendeanlagen, all sowas, das kostet alles viel Geld. Es muss auch ausgetauscht werden. Wir müssen ja auf dem neuesten technischen Stand eigentlich sein. Und das macht mir im Moment sehr große Kopfschmerzen. Denn wir hören jetzt von den Intendanten auch der ARD-Anstalten, wir kriegen nie mehr Geld. Da frage ich mich, warum kapitulieren diese Intendanten und Intendantinnen, jetzt eigentlich, weil wenn wir nie wieder eine Beitragserhöhung bekommen, sind wir eigentlich schon pleite. Und nicht nur der Hessische Rundfunk, sondern alle Anstalten. Wir müssen alleine in Technik investieren. Und wenn diese Investitionskosten nicht mehr vorhanden sind und nicht mehr irgendwo herkommen,
dann können wir die Läden eigentlich zumachen. Also jetzt, um nur mal das als finanziellen Punkt zu nennen. Natürlich gibt es viele andere, 8% Inflationsrate, Teuerungsrate. Auch der Hessische Rundfunk und alle anderen Anstalten sind abhängig von Gas und Strom. Ja, also das macht mir dann Kopfzerbrechen, dass die alle schon kapituliert haben. Also ich würde da nicht kapitulieren. Du hast gesagt, man muss in Technik investieren, aber man muss ja vor allen Dingen im Zuge der Digitalisierung des Programms und der Verbreitungswege auch in die Mitarbeitenden investieren, in deren Know-how und so weiter. Das kostet ja auch Geld. Ist denn der HR in diesem Bereich gut aufgestellt oder? Oder. Eher oder, nicht entweder, sondern eher oder. Nein, gut aufgestellt ist der Hessische Rundfunk finanziell überhaupt nicht. Da sind keine großen Sprünge zu machen und das kann man jetzt wehklagen, wie man will, und kann auf die Altersversorgung der festangestellten Mitarbeiter immer wieder hindeuten. Das bringt aber nichts, weil das ist nicht änderbar. Und nicht nur die Rundfunkanstalten haben dieses Problem, die öffentliche Hand hat insgesamt auch dieses Problem, denn die müssen ja ihre Angestellten und vor allen Dingen ihre Beamten auch irgendwoher bezahlen und das wissen sie eigentlich auch nicht so genau, wie sie das stemmen wollen. Also man kann da wehklagen, aber das bringt nichts. Ja, man müsste mehr investieren. Im Moment investiert man überwiegend ins Digitale, also in die digitale Kompetenz, in digitale Schulungsmaßnahmen. Und ich finde, dabei vergisst man eben, dass es auch noch lineares Programm gibt. Wir haben 6 Hörfunkprogramme, wir haben ein Hessenfernsehen. Die Leute brauchen wir und die Leute müssen wir auch weiter schulen. Und das ist, glaube ich, etwas aus dem Blick geraten, nach dem Motto, erst digital und dann nochmal digital, dann machen wir nochmal digital. Im Moment hören die Leute, wenn auch die Jungen nicht mehr so wirklich ja, sehr präsent, aber das ältere Klientel, zu dem ich leider ja auch schon ein bisschen gehöre, die hören Radio noch, wie man halt Radio hört. So, man drückt auf den Knopf und dann geht's an und dann hört man Radio. Und das wird auch eine Zeit lang noch so bleiben, dass man natürlich die jungen Leute versuchen muss, digital einzufangen, ist klar. Aber deswegen kann ich nicht jetzt die Mehrzahl übrigens, wir haben ja noch mehr lineare Nutzer, kann ich nicht die Mehrzahl der Nutzer und Nutzerinnen vernachlässigen. Und man darf ja auch nicht vergessen, Radio bringt Geld in die Kasse, ja, über die Werbung. Will man es abschaffen? Im Digitalen kann man zurzeit noch keine Werbung machen. Ob das überhaupt, wenn man es machen dürfte, Geld in die Kasse bringt, ist auch noch eine Frage. Also ich habe so das Gefühl, man stürzt sich hier so zu sehr und zu schnell auf einen Punkt, ohne zu wissen, ob er denn auch wirklich zielführend ist. Denn das, was wir im Digitalen machen, da wissen wir ja gar nicht, ob es fruchtet. Wir wissen ja, also es reicht doch nicht, dass wir digitale Ausspielwege jetzt finden. Wir müssen den Leuten doch auch sagen, da sind wir. Da sind wir und dafür bezahlt ihr. Ja, und da findet ihr uns. Das ist im Moment noch arg dünn besetzt, dieses Feld. Naja, aber wir haben ja jetzt einen Intendanten, der kommt ganz klar aus der digitalen Welt, will das auch massiv vorantreiben, finde ich auch jetzt nicht grundsätzlich kritikwürdig, aber natürlich stellt sich die Frage, wie viele Leute erreiche ich auf welchem Kanal und was kostet's? Also wenn man schon betriebswirtschaftliche Kriterien hier ansetzt, dann muss man sich natürlich auch ehrlich machen und da hast du da den Eindruck, dass da so die... Du hast ja schon angedeutet, dass die Richtung vielleicht noch mal ein bisschen nachjustiert werden müsste. Ja, also grundsätzlich ist es richtig, wir müssen auch in die digitale Zukunft investieren und müssen dahin, das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit machen wir das und wie nehmen wir die Leute dahin mit, ohne aber, wie ich ja schon gesagt habe, die zu vernachlässigen, die noch sehr lange lineares Programm machen. Das ist immer so ein bisschen, die Digitalen, die sind auf dem richtigen Weg und die Linearen, das sind so die übrig gebliebenen, die so altersmäßig und was weiß ich, halt im Linearen da stecken geblieben sind. Nein, das sind Leute, die machen hervorragende Programme, die machen hervorragende Reportagen, machen hervorragendes Programm in der Aktualität, wenn ich da nur an HR Info denke. Da sind ganz hervorragende Programme bis hin zu unseren Popwellen. Die machen tolles Programm. Und das werden die auch noch eine Zeit lang so weitermachen. Ich weiß, und die fühlen sich aber so ein bisschen an den Rand gedrückt und in die Ecke gestellt, so nach dem Motto, ihr könnt ja nicht digital,
ja, irgendeiner muss es ja machen, das Lineare noch, und das noch sehr lange. Und da, finde ich, ist der Ausgleich nicht richtig geschaffen. Das ist so ein, wir stürzen uns auf einen neuen Weg, ohne zu wissen, wohin der eigentlich wirklich führt. Ob der jetzt wirklich Quote ist, ja, zwar beim Öffentlich-Rechtlichen sagt man immer so wichtig nicht, aber natürlich ist es wichtig. Wir müssen die Nutzer und Nutzerinnen erreichen, und das wissen wir noch nicht, ob wir das jetzt im digitalen Geschäft so schnell schaffen, wie wir uns das hier vielleicht vorstellen oder wie sich auch Herr Hager das vorstellt, der ja vom Digitalen halt kommt. Wir werden noch lange Radio machen, und ich sage immer, Totgesagte leben länger. Das Radio wird schon so oft totgesagt. Ja? Also spätestens als das Fernsehen erfunden wurde, hat man gesagt, na, Radio hat jetzt abgelebt. Es gibt es heute noch und es wird es auch morgen noch geben. Dann vielleicht auch digital, denn DAB Plus ist ja auch eine digitale Verbreitungsform. Also ja, wir müssen digital werden, aber wir müssen gucken, dass wir das nicht in einer affenartigen Geschwindigkeit machen, die uns vielleicht auf den falschen Pfad führt. Unabhängig jetzt vom Verbreitungsweg, bist du der Ansicht, dass die Programmschaffenden genügend Wertschätzung bekommen? Und was würdest du aus DJV-Sicht dafür tun wollen, dass sich das vielleicht noch ein bisschen verbessert? Das ist eine gute Frage. Ja, viele fühlen sich im Moment nicht gewertschätzt. Das muss man einfach auch so sagen. Das liegt natürlich auch an Spardiskussionen, die geführt werden im Hessischen Rundfunk. Und das liegt halt eben gerade bei den linearen Mitarbeitern. Die fühlen sich gar nicht mehr gewertschätzt. Liegt halt daran, dass sie eben nur linear unterwegs sind und nicht digital. Aber auch die Digitalen sind oft nicht wirklich richtig gewertschätzt, denn da wird auch rangeknüppelt, sag ich mal. Wir haben ja hier auch eine Abteilung, die digital schon sehr lange arbeitet für Funk. Das ist hier eine Mini-Abteilung, die sich eigentlich ständig überschlägt mit Mitarbeitern, die eigentlich das Doppelte verdienen müssten. Das geht nun nicht, das kann man natürlich auch nicht machen, den Leuten jetzt doppeltes Gehalt zu geben. Aber Wertschätzung geht zu einem Teil auch über Geld, auch über Zulagen, die man bezahlt. Denn wer viel arbeitet und konzentriert viel arbeitet, der muss gewertschätzt werden. Einmal von den Vorgesetzten. Lob ist immer gut, aber natürlich spielt auch Geld eine Rolle. Das nächste Mal sprechen wir uns dann zu den Tarifverhandlungen, die im November anfangen im HR. Ich weiß, dass ihr da nicht sehr optimistisch seid, aber hast du eine Größenordnung, was deiner Meinung nach hinter dem Komma, nein, nicht vor dem Komma stehen müsste? Also da wage ich jetzt mal wirklich keine Prognosen, weil es gibt ja schon Tarifverhandlungen in den anderen Sendern und die sind knüppelhart. Und ich glaube, auch hier beim HR werden sie knüppelhart. Und ich glaube, wir werden auch in unseren Tarifverhandlungen im November ohne Streiks hier nicht auskommen. Jeder merkt doch im Moment es deutlichst am Portemonnaie, dass das immer schmaler wird. Bei einer Inflationsrate von 8% können wir nicht mit 2,5% hier aus den Tarifverhandlungen gehen. Das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich weiß, dass die Anstalten natürlich sagen, wo soll es denn herkommen? Aber vielleicht spart man auch mal im Sinne für die Mitarbeiter und nicht immer nur an den Mitarbeitern. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Knut Zilian. Bis zum nächsten Mal. Das war der DJV-Talk zum Thema Causa RBB und vielen anderen Fragen. Danke. Gerne. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Rückfragen und Themenvorschläge zu unserem Podcast unter djvmhr@hr.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren und seid jederzeit auf dem Laufenden. Die Fragen stellte Christian Arndt. Bitte teilt DJV Klartext und den Newsletter gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen. Bis zum nächsten Mal. Musik: Scott Holmes.